Hallihallo Leute und herzlich willkommen zur 10. Folge von Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf. Wir erfahren, dass wir unser Zimmer in unserem Koffer finden, was ich gerade ein bisschen komisch finde. Du erhältst gelegentlich neue Möbel, die du in deinem Zimmer aufstellen kannst. Bei jedem neuen Objekt wirst du gefragt, ob es an Luke oder den Professor gehen soll. Du kannst die Einrichtung jederzeit neu verteilen. Also mach dir am Anfang nicht so viele Gedanken. Wenn eines der Zimmer zu voll ist, kommt der Gegenstand automatisch dorthin, wo noch Platz ist. Hier, ich habe etwas für euch. Damit werdet ihr es da oben gleich viel gemütlicher haben. Lackierter Hocker. Den geben wir gleich mal Luke. Das Objekt ist nun in Lukes Zimmer. Gehen wir wieder raus. Wir sollten lieber weiter versuchen, Claudia zu finden, Professor. Die war doch auf dem Platz gegangen, die Katze, oder? Hier steht jemand. Entschuldigen Sie die Störung, meine Dame. Aber wir suchen eine entlaufene weiße Katze. Agnes. Eine weiße Katze? Oh ja. Die ist auf den Park zu gelaufen. Darf ich fragen, was Sie mit ihr machen wollen? Wenn Sie sie finden. Wir bringen sie zurück zur Baronin Dahlia. Es ist ihre Katze und wir suchen sie für sie. Ihr wollt eine Katze mit bloßen Händen fangen, du Lieber. Das ist schon etwas einfältig. Wieso versucht ihr nicht einfach, sie mit einer Leckerei zu ködern? Was schlagen Sie vor? Ich habe hier noch ein paar alte Fischgräten, die ihr bestimmt schmecken würden. Ich gebe sie euch gerne, wenn ihr vorher ein Rätsel für mich löst. Rätsel 22. Schweinereien. 30 Pikarat wert. Okay, das Spiel ruckelt unaufhaltsam. Das werde ich dann später nochmal überprüfen. Übrigens, in dieser Folge Einsendeschluss bzw. Schluss der Anmeldefrist sozusagen. Wenn diese Folge gelaufen ist, braucht sich, also wenn die nächste Folge erscheint, die 11. Folge, braucht sich keiner mehr anmelden für das Vorhaben eines Abo-Jokers. Also, hier endet die Frist, mit dieser Folge endet die Frist. 7 preisgekrönte Schweine lümmeln sich im Pferch. Um sicherzugehen, dass sie einander nicht an die Gurgel fahren, hast du beschlossen, sie mit 3 Seilen voneinander zu trennen. Kannst du die Seile so an den Pfosten befestigen, dass jedes Schwein einen eigenen Abschnitt für sich hat? Kein Rüssel und kein Ringelschwänzchen darf in einen anderen Abschnitt ragen. Sonst macht ein Schwein Schnapp und schon sind sie ab. Dann nehmen wir doch mal hier einen Strick hin. Und hier einen Strick hin. Und hier einen Strick hin. Jo, damit sind alle Schweine voneinander getrennt. Versuchen wir es mal so. Pikarat. Klasse! Da freut sich die Schweinerotte. Ich bin sehr beeindruckt. Hier, bitte sehr, wie versprochen. Gräten, viel Glück mit der Mieze. Du hast Fischgerippe erhalten. Schweinereien, Rätsel 22, steht nun im Rätselindex. Okay, hier haben wir noch jemanden stehen. Plötz. Jetzt reicht's, genug ist genug!
Ich platze gleich aus den Nähten. Wie eine Wasserbombe voller Wut. Wie bitte? Wieso ich so wütend bin? Wieso ich wütend bin? Jetzt hört mir mal zu, es gibt 3 Torfköpfe in diesem Dorf. Und wir können uns nicht ausstehen. Wir würden uns am liebsten nie begegnen, aber Sandmister ist ja nicht gerade groß, stimmt's? Entschuldigung, Leute. Und kaum sieht einer den anderen auf dem Weg zur Arbeit. Rums, schon fliegen die Fetzen. Wieso müssen wir uns nur jeden Morgen über den Weg laufen? Geht das nicht anders? Moment mal. Ihr seht aus, als wärt ihr gar nicht mal dumm. Tut mir doch den Gefallen und helft mir. Ja. Rätsel 20, grantige Nachbarn, 50 Pika-Radwerk. Das ist ja mal ein kleines Rätsel mit Zeichenaufgaben. So sieht es jedenfalls aus. Oder ein Labyrinth-Rätsel, das könnte auch sein. Zeichne jedem der 4 Männer einen Weg zwischen Haus und Arbeitsplatz, indem du die Gebäude mit gleichen Buchstaben miteinander verbindest. Das Problem besteht darin, dass sich die 4 nicht leiden können. Ihre Wege dürfen sich darum nicht überschneiden. Um einen Pfad einzuzeichnen, musst du nur ein Gebäude antippen und von dort aus losziehen. Das ist ein kompliziertes Stück. Das ist das. A und A. Das Spiel ruckelt schon wieder und ich werde gleich mal eine kleine Pause einlegen, weil ich nicht will, dass das Spiel die ganze Zeit für euch ruckelt. Das nervt mich selber tierisch. Wie machen wir das? Die dürfen sich gegenseitig nicht begegnen. Also ziehen wir mal das. Das. Nein, das kann nicht hinkommen. Nochmal. Und jetzt kommen wir mit B nicht mehr durch. Das ist doch mal ein Mist. Wie lösen wir das? Das. Schon wieder ruckelt es. Und bevor die Ruckelpartie weitergeht, mache ich erstmal eine kleine Pause und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. See you later, Leute.